Ich möchte mir mit euch heute gerne mal ein Video namens Bitcoin selbst herstellen und so viel Euro am Tag verdienen angucken, denn das ist zwar 2 Jahre alt, wurde mir aber von einem Zuschauer zugeschickt, der zu mir meinte, ey, das, wenn du das noch nicht kennst, das Video musst du dir unbedingt mal anschauen und den würde halt auch interessieren, ob das, was hier denn wohl gezeigt wird, immer noch so möglich ist und falls ja, ob ich das gegebenenfalls mal testen kann. Und dementsprechend würde ich sagen, fucken wir gar nicht erst allzu lang, sondern schauen hier direkt mal rein, um was es hier eigentlich geht. Denn ich gehe mal fast davon aus, dass es hier nicht um stinknormales Bitcoin-Mining mit einer Festplatte oder einem richtigen Bitcoin-Miner gehen wird. Ist aktuell auf dem höchsten Punkt jemals. Unter anderem, weil Tesla vor kurzem bekannt gegeben hat, die Kryptowährung im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Aber, und jetzt kommt das Spannende, Bitcoins werden nicht einfach so gedruckt wie Euro oder Dollar, sondern sie werden geschürft oder gemined. Und das kann halt einfach jeder machen, der einen Laptop oder einen PC hat. Ich habe noch absolut keinen Plan, wie das Mining funktioniert. Wahrscheinlich jetzt nicht genauso wie bei Minecraft, aber es ist offensichtlich extrem leicht, da der Computer einfach die ganze Arbeit macht. Es ist sogar so einfach, dass die Grafikkarten, die dafür verwendet werden, absolut ausverkauft sind und man praktisch gar keine RTX 3090, 3080 und nicht mal eine 20. Ist schon witzig, dass das Video 2 Jahre alt ist und wir jetzt gerade bei dem fast selben Bitcoin-Preis sind, wie er da am Anfang war. Und mittlerweile ist dieser Preis aber einfach schlecht. Damals war es ein neuer Spitzenpreis und sich auch an der Grafikkartenfront gar nicht mal so viel geändert hat. Die sind immer noch recht ausverkauft. Dass ich nicht mehr kriegt. Natürlich auch, weil jeder Bitcoin, den man dann damit herstellt, durch den aktuell extrem hohen Preis... Ist echt zu witzig. 38.000 war vor 2 Jahren krass. Und jetzt wären unter 30.000 schon unfassbar schlecht gefühlt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ist natürlich übertrieben viel wert ist. Aber zum Glück habe ich schon einen PC mit einer Grafikkarte hier rumstehen und ich vermute mal, ihr auch. Ja, und damit finde ich jetzt raus, wie leicht das Ganze ist und ob das halt wirklich einfach jeder machen kann. Ob ich dabei über den Tisch gezogen werde und vor allem, wie viel Bitcoin bzw. Euro pro Tag ich damit erschaffen kann. Beziehungsweise mein Rechner, weil soweit ich das verstanden... Okay, also es geht anscheinend darum, mit seinem privaten Rechner und jetzt extra eine Festplatte oder einen extra Bitcoin meine Antminer so zu kaufen, wie viel Geld man mit seinem eigenen Computer durch das Mining verdienen kann. Und da würde ich sagen, gucken wir denn doch nochmal rein, wie aktuell exakt der Bitcoin-Preis ist, denn ich gehe fast davon aus, dass man es sogar halbwegs gut dann vergleichen kann, denn es gab seit dem Video kein Halving. Und wir sind hier aktuell mit 30.000 auch gerade mal 20-30% unter dem damaligen Preis. Also, ja, schauen wir mal rein. Verstanden habe, werde ich dabei nichts tun. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt tun muss. Ich werde es einfach wie immer auf YouTube suchen. Aber ich finde es trotzdem interessant, mal zu schauen, wie lange es eigentlich dauert, bis das alles läuft. How to mine Bitcoin. Der Dude feiert gerade einfach übel hart, wie Bitcoin auf 2.900 Dollar hochgeschossen ist. Ja, mittlerweile ist das Ganze halt einfach schon über 10-mal so hoch. Das Video ist aber schon ein bisschen älter. Waren doch schon bei 70. Probieren Sie das Mining jetzt aus. Ja, okay. Ich habe jetzt so eine Excel geöffnet. To manage this miner, use your webbrowser. Cool. Also einfach hier. Sie können mit Ihrem PC $5,60 pro Tag erzielen, fürs Nichtstun. Das wären 170 Euro im Monat, einfach fürs absolute gar nichts machen. Dann brauchst du aber auch eine Spitzenfestplatte und dann kommen auch noch Stromkosten dazu und die können schnell richtig teuer werden. Und da sprechen wir dann auch schon von Euros pro Tag. NiceHash trotzdem gar nicht mal so eine schlechte Seite, also das kann man auch durchaus heutzutage noch nutzen. Und jetzt? Hey, aber... Gibt aber, glaube ich, auch bessere Seiten. Was ist das jetzt? Okay, also ich weiß halt, dass logischerweise die Grafikkarte jetzt nutzen sollte. Und in der Tat, die wird jetzt beansprucht, jetzt nicht mega krass. Bisher habe ich noch nichts verdient. Ich schätze mal, wie lange es dauert. Oha, ich habe schon 0,0019 Cent. Also das war jetzt schon mal mega einfach. Ich glaube nicht, dass es so leicht ist. Ich glaube ehrlich gesagt, da ist ein Haken dran, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ich warte jetzt mal so lange ab, bis da ein Dollar steht. Und dann versuche ich mir mal das Ganze irgendwie wirklich auszahlen zu lassen. Weil, logischerweise nur, weil da eine Zahl jetzt steht, heißt es ja nicht, dass ich das Geld schon habe. CPU-Mining habe ich jetzt auch mal aktiviert, damit es noch ein bisschen schneller geht. Der Prozessor wird jetzt zu 100% ausgenutzt, die Grafikkarte nicht. Gut. Da muss man aber auch noch echt aufpassen. Es kann einem schon passieren, dass auf kurze oder lange Zeit einem irgendwelche Teile dann auch einfach abrauschen, durchbrennen, wie auch immer. Gerade CPU-Mining ist meines Wissens nach bei Bitcoin gar nicht mal so eine sinnvolle Idee. Ich lasse jetzt einmal mal meinen PC arbeiten, ja? Warum nicht? Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber also hier steht, beantragen Sie Bitcoins und beginnen Sie mit dem Mining in echt. Vielleicht war das jetzt noch nicht echt. NiceHash Konto erstellen. Und jetzt
Mining. Für mein Experiment werde ich dieser erstbesten Software wohl blind vertrauen, aber das Programm hätte aktuell mit deaktivierter Firewall und Virenschutz natürlich die Möglichkeit, mit meinem PC fast alles zu machen. Ja, genau. Braucht man aber tatsächlich auch wirklich fürs Bitcoin-Mining. So ist es halt leider. Okay, jetzt hat ein Virenschutzprogramm scheinbar irgendwas gelöscht. Wahrscheinlich sollte das nicht so sein, oder? Und diese Art von betrügerischer Software gibt es tatsächlich auch, also seid vorsichtig. Gut, jetzt haben wir mal gekonnt ignoriert. Start Mining, let's go. Ah, ich sehe es gerade, der Benchmark hat jetzt mehrere verschiedene Algorithmen und checkt dann, welcher für meine spezielle Grafikkarte dann am besten funktioniert. Also bis jetzt ist Dagger Hashimoto mit Abstand am besten. Ah, weil jetzt passiert was. Mining, okay. Und er hat Dagger Hashimoto genommen, weil der halt am besten war bei mir. Ich bin gespannt, wie viel ich jetzt innerhalb von einem Tag beim Nichtstun verdiene. Moment mal, habe ich mir gerade gedacht. Mir ist nämlich gerade was aufgefallen, und zwar was relativ Spannendes. Hier bei diesem Dienst steht ja 1 aktive Anlagen. Das heißt, man kann auch einfach mehrere Sachen zusammenschalten. Und da ist mir aufgefallen, ich habe ja noch diesen guten Laptop hier. Und ja klar, der ist jetzt bestimmt nicht so effizient wie mein PC, aber besser als nichts, glaube ich, oder? Das ist jetzt gerade mein Laptop mit $3,45 pro Tag. So, jetzt laufen jetzt 3 sogenannte aktive Anlagen, das heißt PCs. Mein PC mit einer RTX 2080, mein Laptop mit einer RTX 2060 und der PC von meiner Freundin, den ich dafür einfach mal geklaut habe. Beziehungsweise ich lasse das Programm halt einfach im Hintergrund laufen. Und insgesamt sind das jetzt aktuell 10 Euro pro Tag, es war vorhin aber auch schon bei 12. Also ich bin mal gespannt, ich gehe jetzt ins Bett und dann sehen wir, ob das überhaupt durchläuft. Und natürlich vor allem, ob ich das Geld am Ende überhaupt auch kriege. 12 Euro am Tag, das wäre halt in einem Monat 360 Euro und das halt einfach fürs Nichtstun. Und ich glaube, das klingt irgendwie ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Klingt es leider auch, denn wie gesagt, wenn es da 3 Dollar waren, dann wären es jetzt gerade wahrscheinlich dann 2,40 oder so oder 2,30. Dann kommen ja aber, wie gesagt, auch noch die Stromkosten dazu. Wir können ja mal gucken, Gaming, PC, Stromverbrauch, da sind wir hier bei 280 Watt. Also dementsprechend 0,28 Kilowattstunden. Und das ist einiges, das ist wirklich einiges. Wenn wir das dann mit 280 Watt 24 Stunden lang betreiben und dann kostet halt mittlerweile in die Kilowattstunde einfach schon 40 Cent gefühlt im Durchschnitt, dann sind wir da auch schon bei 2,70 Euro nur an Stromkosten pro Tag. Also, mit anderen Worten, wenn man hier 3-4 Dollar umgerechnet, von mir aus mal nett gerechnet, 3-4 Euro dann auch verdient, bleiben am Ende an Gewinn vielleicht ein paar Cent und im besten Fall vielleicht 1,50. Und das ist immer noch okay, kann man durchaus mitnehmen. Wirklich viel ist es aber auch nicht. Dementsprechend würde ich sagen, Gaming-Rechner sowieso schwierig, allein schon auch wegen der Artennutzung. Selbst mit einem dedizierten Miner für Bitcoin kosten die Dinger dann einerseits schon 4, 5, 6, 10, 12, 20.000 Euro. Und selbst dann würde ich mir hier schleunigst Gedanken machen, wie ich an günstigeren Strom komme. Irgendwie Solarplatten hinstellen, Windrad hinstellen, irgendwie irgendwas anzapfen. Ich habe keine Ahnung, ich will jetzt hier auch keins irgendwas überreden. Natürlich wie immer keine Finanzberatung oder so. Aber da muss man schon echt schauen. Wir gucken aber trotzdem mal weiter. So, die Maschinen, die laufen jetzt alle schon seit ungefähr 12 Stunden ununterbrochen durch. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel dabei rumkam. Also mein PC ist hier gerade auf $3,30 gesunken, was natürlich viel weniger ist als die $5,50, die wir gestern noch hatten. Und da wirst du auch kaum profitabel sein, wenn wir uns, wie gesagt, von eben mal den Stromverbrauch ansehen. Insgesamt, mein Gesamtvermögen ist 0,00009330 Bitcoin. Ah, okay, hier ist es schon ausgezahlt geworden. Also mir wurden jetzt bisher einmal 1,07 Euro, einmal 1,33 Euro und einmal 1,26 Euro überwiesen. Okay, also es funktioniert. Ist ein bisschen weniger geworden, aber es funktioniert. Ausgezahlt wird ja alle 4 Stunden. Ich habe aktuell 3,59 Euro bereits ausgezahlt. 90 Cent sind noch im Topf. Das heißt, wir haben jetzt bisher in ungefähr 12 Stunden 4,50 Euro fürs absolute Nichtstun gekriegt. Das nehme ich mit. Die Frage ist nur, Geld fürs Nichtstun klingt jetzt schön und gut, aber irgendwas muss ja passieren. Also mir beweist ja keiner umsonst Geld. Was genau passiert da überhaupt? Und warum nennt man es Bitcoin meinen? Also man schürft es ja nicht wirklich wie ein Erz. Also wir finden es mal raus. Und dafür müssen wir versuchen, zumindest ein bisschen zu verstehen, wie Kryptowährungen, also zum Beispiel Bitcoin, eigentlich funktioniert. Und das ist jetzt zumindest mal mein Versuch, das Ganze etwas zu erklären. Wir könnten uns Bitcoin jetzt... Okay, ich glaube, das können wir skippen, wenn sich irgendwer wirklich dafür interessiert, wie viel, also wie hier genau Bitcoin-Mining funktioniert und wie da Geld, Coins generiert und geschürft werden, wie auch immer, dann schaut euch das gerne an. Uns geht es ja hier jetzt eher darum, wie man zu Hause mit Mining Geld verdienen kann und ob das profitabel ist. Und zack. Hiermit sind unsere 24 Stunden beendet. Wir haben in dieser Zeit 7,30 Euro erfarmt, er meint, lag ungefähr so im angepriesenen Bereich. Ich sehe gerade, hier kommen noch 78 Cent dazu, also haben wir insgesamt 8,08 Euro fürs Nichtstun. Ne, das sind immerhin 242 Euro fürs absolute Nichtstun jeden Monat. Da kommt echt eine richtig ordentliche Summe zusammen. Eine Frage ist natürlich jetzt,
Wie komme ich überhaupt an das Geld ran? Kriege ich das überhaupt? Oder war das jetzt komplett die Abzockmasche? Und ja, und ich habe jetzt irgendwem einfach meine Rechenleistung zur Verfügung gestellt. Aber bevor wir das rausfinden, ist noch eine spezielle Sache spannend. Weil wir haben jetzt 8,08 Euro verdient. Aber wie hoch sind eigentlich die Stromkosten gestiegen? Und dafür habe ich hier dieses Gerät. Das habe ich noch nie benutzt, aber ich gehe davon aus, dass ich es einfach zwischen meinem PC und der Steckdose stecken kann und dann rausfinde, wie viele Kilowattstunden das Ganze verbraucht. Ja, also das richtige Kabel hier bei meinem Kabelmanagement zu finden, könnte sich als schwieriger herausstellen als erwartet. Wie viel Strom verbrauchst du? 110 Watt braucht mein PC im quasi Leerlauf, über 24 Stunden hinweg und bei einem für Deutschland durchschnittlichen Strompreis von 32 Cent pro Kilowattstunde sind wir da insgesamt bei 84 Cent, was echt schon viel ist, weil der PC läuft auch. Wie gesagt, es wird mehr werden. Die Stromkosten sind mittlerweile höher und der PC läuft ja, er hat es ja gerade sogar selbst gesagt, dass es sich der jetzt auf Leerlauf bezieht. Wir können ja aber nicht mit Leerlauf rechnen. Bitcoin Mining verbraucht über viel und wenn er sogar noch CPU dazu schaltet, dann wird es ja nur noch mehr. Also dementsprechend völlig unrealistisch. Und er wird selbst damals schon auf jeden Fall über 1 Euro verbraucht haben, wenn ich sogar 2 und bei heutigen Stromkosten wäre es dann schon eher 3. Auch eigentlich fast den ganzen Tag. Also auch wenn ich hier nicht Bitcoin mine, sondern einfach nur, weil ich halt den ganzen Tag arbeite. Richtig spannend wird es jetzt aber zu sehen, wie viel der PC braucht, wenn ich das Bitcoin Mining bzw. die Grafikkarte halt komplett auslaste. Mining okay, startet jetzt. Okay, er schießt schon ordentlich nach oben. Dabei braucht er jetzt also 250 Watt, was ausgerechnet auf 1,92 Euro am Tag kommt. Wild! Das ist natürlich jetzt nur für diesen einen PC, deswegen dürfen wir natürlich auch nur den Erlös von diesem einen PC verrechnen. Und das waren hier 3,66 Euro minus 1,92 sind 1,74 Euro, den wir also... Ja, und heute wären das dann mit den aktuellen Strompreisen wahrscheinlich eher 1 Euro. Dann noch die aktuellen Bitcoin-Preise dazu. Also wahrscheinlich landet er am Ende eher bei 60 Cent Profit. Und ich gehe fast davon aus, man kann schon noch profitabel damit sein. Aber so wirklich lohnen tut sich das eher nicht. Aber wir gucken hier nochmal bis zum Ende und gebe ich nochmal ein kleines abschließendes Fazit auch, wie ich das, wenn überhaupt, dann aktuell noch angehen würde. Effektiv am Tag Profit gemacht haben. Im Monat sind das 52,20 Euro. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Oder halt 110 Euro, wenn man einfach den Strom gar nicht selber zahlen muss, sondern das die Eltern machen. Aber das wäre natürlich auch ein bisschen fies. Aber für einen PC, not bad. Wie komme ich jetzt an meine Kohle? Withdraw, klingt ja jetzt gar nicht so kompliziert. Use Max, einfach alles runterziehen. Wie nehmen wir das? Auch Coinbase-Account, das passt voll gut. Okay, erst um 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren, machen wir auch. Aus Sicherheitsgründen, wenn man 2-Faktor-Verifikation zum ersten Mal aktiviert, ist es für 24 Stunden erstmal geblockt, sich Geld zu holen. 2-Faktor-Authentifizierung ist am Start. Wir machen mal Withdraw. Jetzt kann ich hier auch, genau, Bitcoin Wallet, add new address, ja. Ich kann hier einfach eine Bitcoin Withdrawal Address einstellen. Die Adresse habe ich jetzt mal hier am Handy kopiert von meinem sogenannten Bitcoin Wallet, das ich mir vorhin installiert habe. Das ist einfach eine App. Die Adresse kopiere ich jetzt hier rein. Bitcoin Address Name. Was bedeutet Address Name? Ah, okay, aber einen Namen geben. Das kann man machen, was man will. Okay, Verify. Okay, jetzt hier der 2-Faktor-Code hier. Okay. Ja, okay, ich habe mein Maximum noch nicht erreicht. Ich muss noch ungefähr 5-mal so viel. Ich habe 0,0002. Ich brauche aber 0,001 Bitcoin. Okay, das heißt, ich werde noch 5 weitere Tage meinen müssen, bevor ich dann an mein Geld komme. Und zusätzlich ist es erstmal gelockt, weil nach der 2-Faktor-Authentifizierung ist es erstmal dann gesperrt. Was ist mein Fazit dazu? Hat sich das Ganze gelohnt und kriege ich die Auszahlung? Also ich denke als allererstes, dass die Auszahlung kommen wird. Gut, also ich denke auch, dass die Auszahlung da definitiv ankommen wird. Jetzt aber mal allgemein. Also mittlerweile, die Stromkosten sind höher als da, wie bereits gesagt, und der Bitcoin-Kurs ist niedriger als da, wissen wir auch. Dementsprechend, falls jetzt hier irgendjemand einen PC hat mit einer etwas besseren Grafikkarte, der ihm nicht so lieb ist, den man nicht selbst jetzt im Main-PC zum Arbeiten, zum Zocken, zu was auch immer nutzt, dann kann man das in Betracht ziehen. Aber eigentlich nur, wenn man entweder kostenlosen Strom hat, warum auch immer, man zieht sich den irgendwo her, man muss den selbst nicht bezahlen, keine Ahnung, oder irgendwie Solar, Windrad oder ähnliches am Start hat oder vielleicht noch einen sonst wie alten Tarif hat, wo der Strom dann zwar nicht kostenlos ist, aber nur 10, 15 Cent vielleicht pro Kilowattstunde kostet, dann ist es durchaus eine Möglichkeit. Dann gibt es noch Bitcoin-Miner, das sind nur wie so eine USB-Sticks, das sind aber so Lucky-Miner, sag ich mal, es gibt dafür auch irgendeinen Fachbegriff, fällt mir gerade aber nicht ein. Und die, ja, verbrauchen kaum Strom, werden aber vielleicht auch nie irgendwas minen. Wenn sie es aber schaffen, dann könnte man 1000 Euros auf einmal kriegen, ist aber eher eine Spielerei, würde ich jetzt auch eher weniger nutzen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Bitcoin-Miner und Grafikkarten, die man sich extra nur dafür kauft. Und da muss ich sagen, Grafikkarten ist okay, kann man machen, die sind auch nicht ganz so teuer, würde ich aber trotzdem hundertprozentig auf die Stromsache achten, da nochmal wichtiger, weil da legt man sich das Ding extra zu, da muss man wahrscheinlich auch ein Gewerbe spätestens da anmelden, ich weiß nicht, habe es mir nie Bitcoin Mining oder so mal ausprobiert, dementsprechend
da noch mehr auf Strom achten, als wenn man jetzt irgendeinen Computer rumstehen hat, wo man einfach ein bisschen mit rumspielen kann. Und dann extra Bitcoin-Miner, sowas wie Antminer etc., da würde ich mich sowieso nur ranwagen, wenn ich absoluter Profi bin und da ein richtiges Business draus machen möchte. Denn die Dinger fangen bei, ja, dem Preis eines kompletten Gaming-PCs überhaupt erst an und gehen dann hoch bis hin zu Kleinwagen, Mittelklassewagen, was auch immer. Also da, keine Ahnung, 2000 Euro bis irgendwas Fünfstelliges, bis in die 50.000 rein, ist da definitiv möglich. Und somit an denjenigen, der mir dieses Video mal zugeschickt hat und gefragt hat, ja, kann ich das jetzt auch so zu Hause machen? Falls du nichts für deinen Strom zahlst oder zufällig eine coole Grafikkarte rumliegen hast, die du nicht brauchst, kannst du es durchaus probieren. In allen anderen Fällen würde ich das eher weniger als sinnvoll erachten. Aber auch dazu wie immer gerne mal eure Meinung in den Chat oder in die Kommentare.